Hallo, meine lieben Zeugen Coronas. Ich wollte euch einfach nochmal die Angst nehmen. Nicht, dass ihr sie genommen haben wollt. Ihr wollt ja diese Angst gerne haben, aber ich will es trotzdem einfach nochmal versuchen. Im Moment steigen ja die infizierten Zahlen. Also in Europa ist es ja ganz schlimm. Die Zahlen steigen ja wie verrückt. Ne? Die ganzen Urlaubsrückkehrer, die haben mir die Keime nur so mitgebracht und die Kinder verbreiten die, bis der Arzt kommt und die ganzen schrecklichen Folgeschäden, die Corona haben kann. Und Bauchkneifen und Menstruationsbeschwerden und Magen-Darm-Grippe ist ja auch alles mittlerweile Corona, aber alles halb so schlimm. Wenn ihr mal einfach überlegt, dass bei diesen infizierten Zahlen, die ja so schrecklich steigen, die ja natürlich eigentlich nur deshalb steigen, weil einfach unheimlich viel getestet wird und mit einem 1,5% falsch positiven Test werden einfach Leute produziert, die infiziert sind, die sind vielleicht nicht, sind, ist ja egal, wir gehen einfach da mal aus, dass das alles so stimmt, dann ist das ja einfach mega super eigentlich. Ne? Also wir haben jeden Tag eigentlich zigtausende von Neuinfektionen, haben wir natürlich nicht 1500 oder meinetwegen auch 2000, aber wir haben unfassbare Mengen von Neuinfektionen und trotzdem wird eigentlich keiner krank und sterben tut schon gar keiner. Gestern sind, glaube ich, 5 Leute mit Corona gestorben. Das ist doch einfach nur ein Zeichen. Wir haben unfassbar viele Neuinfizierte. Es ist ganz schrecklich. Die infizierten Zahlen steigen wie verrückt, aber trotzdem wird keiner krank und keiner stirbt. Selbst wenn wir schon die ganzen Grippetoten und vom Hocker gefallenen und so weiter alle mitzählen, trotzdem stirbt so gut wie keiner. Ist das nicht toll? Das bedeutet eigentlich, dass die Krankheit überhaupt nicht gefährlich ist. Wahrscheinlich auch nie wirklich gefährlich war. Ja. Gibt euch nicht zu denken, ne? Nee, würde mich auch wundern, ganz ehrlich. Bei euch ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Also ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut und...